Allerdings sind die Fotos noch da. Das ist schon mal schön, dass die wenigstens noch da wird. Illuminierte, 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 Illuminierte. Okay. Hm. Vielleicht hier im Bücherregal noch was? Kann ja sein, kann ja sein. Okay, wir sollen also nicht. Hm, Mysterious, Mysterious. Quatschen wir mal ganz kurz mit ihm. Oh, okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Root. Telefonieren kann man nämlich auch mal wieder. War Root wäre uns nicht. Mit dem Code. Gut, Louis will uns auch nicht. Oder Louis. Oder weiß ich nicht was. Oder Luise. Ja. Dass das hier nichts wird. Dass das hier nichts wird. Aber nochmal hier. Noch irgendwas? Nein, natürlich nicht. Dass der nicht aufgeht, ey. Die Tür ist versperrt. Fährt auch auf. Oh. Der wird den auch nicht glauben. Ist er nicht zuerst? Nimmt er auf Anhieb. Die nimmt er auch. Die 5. 2, 3. Die nimmt er auch. Und jetzt noch die 21. Die nimmt er wieder nicht. Die Tür ist versperrt. Warum will er den nicht? Hm. Weil egal, ob ich hier so rum mache, nimmt er nicht. Hier so rum, nimmt er. Okay. Eine 5. Eine 3. Eine 5. 12. Nimmt er nicht. Warum lockt er die letzte Ziffer nicht ein? Ist das Ding irgendwie kaputt, dass es beim letzten Bolzen irgendwas nicht will, oder was? So stark bin ich nicht. Okay. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Ja, vielleicht lebt er ja noch. Nur bewusstlos. Ich brauche die Räder. Ach, das Café, stimmt ja, das ging ja nicht. Das wollte mich ja nicht. Ja gut, ist verschlossen. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hab ich ja verstanden. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hab ich noch gar nicht gesehen. Interessant, aber ich glaube, meine Platte macht gleich einen Abgang, also die wird gleich voll sein. Und das werde ich an dieser Stelle mal speichern. Dann rendere ich das Ganze schnell durch. Und danach sehen wir uns dann wieder. Bis dann, tschö, tschö. Oh, ja, tschö, tschö. Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, die Kunst des Mordens der Marionettenspieler. Das letzte Mal sind wir am Safe verzweifelt. Und ich habe jetzt endlich nach stundenlang hin und her probieren endlich rausgefunden, wie dieser blöde Safe aufgeht. Ist ein bisschen gemein gemacht, aber okay. Aber bevor wir uns um den kümmern, ist mir aufgefallen, wir haben einen Motorradreifen, aber ohne Luft. Deswegen pumpen wir den erstmal auf.
Und zwar am Kompressor. Na, so. Wieder ran. Ja, aber mit dem Safe muss ich sagen, das ist wirklich gemein gemacht. Also ich habe da wirklich Ewigkeiten hin und her überlegt. Dann habe ich das Internet sogar befragt. Und irgendwann, ich glaube eben gerade vor 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten, habe ich endlich die Lösung bekommen. Und ja, ich habe es ja so probiert. Ah, schnell ran da. Ich habe es ja so probiert, dass es ein Geräusch macht. Ist aber falsch. Der Safe darf kein Geräusch machen. Also, gehen wir mal den Code ein. 25. 1, 2, 3. Dann wieder rum. 5. Dann die 12. Und dann die 21. Auf Bossen. Der Safe ist offen. Da haben wir es endlich geschafft. Und ja, schauen wir uns erstmal hier um, was es hier so Schönes gibt. Ein Revolver. Schwedische Flagge, 19. Jahrhundert. Mhm. Safe-Räder. Was auch immer sie mit Ringen meint, das sieht für mich aus wie Räder. Naja, nehmen wir die mal mit. Ein Drache. Eine Skulptur eines Drachen. Hm, Bücher. Zwei Bücher, die ich mir nicht ansehen werde. Gut, dann nicht. Dann gehen wir mal zurück. Bringen wir mal die Safe-Räder hier an. Zack, eins angebracht. Das zweite an dem Bolzen hier hinten. So, ja, die nächsten paar Minuten kenne ich. Da weiß ich, wie es weitergeht, da ich nicht allzu sehr verzweifeln wollte. Ach, ob das jetzt schon geht, weiß ich gar nicht. Nehmen wir den Säbel. Oh. Gut, dann muss ich es doch erstmal ausprobieren. Und zwar müssen wir jetzt versuchen, den Safe zu bewegen. So, das war das Stichwort, denn es gibt hier nur einen wirklichen Hebel. Und das ist der Säbel. Nehmen wir den mal mit. Zack. So, wo geht's hier zurück? Da. Jetzt sind wir wieder hier. Packen den Hebel da oben in die Safe-Griffe. Und am Rapiergriff ziehen wir jetzt mal. Jetzt können wir den Bolzen nehmen, den Holzblock. So, jetzt können wir den Safe noch weiter bewegen. Ein Geheimfach. Schauen wir es uns mal an. Machen ihn mal auf und Namensliste. Gut, was für Verschwörer, weiß ich nicht. Da bin ich etwas überfragt. So, jetzt haben wir Motorradschüsse und eine Liste von irgendwelchen Verschwörern. Ich glaube, das sind alles die Opfer. Auch wenn ich hier unseren Bekannten... Wohl, Dominique Crespien? Muss ich ja mal kurz was gucken. Dokumente, Polizeibericht. Luc Crespien. Mary Parker. Okay. Dominique Crespien. Okay, das sind irgendwie andere Namen. Naja, okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, kümmern wir uns jetzt um das Motorrad. Da weiß ich auch schon, wie alles funktioniert. Aufgebockt ist es. Jetzt packen wir den Holzblock hier runter. Packen das Rad hier ran. Da bin ich auch zwischenzeitlich verzweifelt, weil hier war ja eben noch dieses Werkzeug, das ist auf einmal verschwunden. Und ich wusste nicht, wie man die Mutter hier festziehen kann. Aber das weiß ich jetzt glücklicherweise. Und zwar nehmen wir ein 5-Euro-Stück. Ich glaube, das ist die 5-Euro-Bahn. Nehmen den Schraubenschlüssel. Und ziehen das fest. Et voilà. Das Motorrad ist fertig. Benutzen wir den Schlüssel mit dem... Das Motorrad ist nicht fahrbereit. Ziemlich cool. So eine Maschine hatte ich auch mal. Aber nichts geht über eine Hand. Okay, ab hier ist blind. Jetzt. Jetzt fahren wir weiter. Mal sehen, wo wir jetzt landen.
Marseille, 19. April 2008, 19.33 Uhr. Was will sie hier? Wand, Tor, Nahansicht? Lass mal sagen, gucken wir uns das Tor an. Tor, Nahansicht. Ich könnte durch dieses Tor gehen, aber wahrscheinlich wird es gebrochen. Alles klar. Was ist das? Klingel. Vielleicht macht jemand auch, wenn es klingelt. Klingeln wir mal. Da kommt der. Wie kann ich Ihnen helfen? Wache. Zugang. Kann ich reinkommen? Ich möchte zu Monsieur Camus. Sie halbe Stadt möchte zu ihm. Haben Sie einen Termin? Er bat mich in Paris um Hilfe wegen eines Freundes. Ich frage nochmal. Haben Sie einen Termin? Nein, er hat doch mich in allen Gefallen gebeten. Er hat mir seine Karte gegeben. Die haben Sie wahrscheinlich auf der Straße gefunden. Der Boss lässt niemanden ohne Termin rein. Wie soll ich denn einen bekommen? Die Telefonnummer hat eine Pariser Vorwahl. Ich kann seine Telefonnummer nicht rausgeben. Der Boss schützt seine Privatsphäre. Wie soll ich denn dann einen Termin bekommen? Ich kann dem Boss eine Nachricht bringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Das geht nicht. Okay, der will uns nicht reinlassen. Dann... Wo geht's denn jetzt hin? Wir wollen doch... Nein, wir wollen in die andere Richtung, Nicole. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach links. Schauen uns mal die Wand an. Ah, laufen. Zum Palast. Die Mauer ist hoch. Das sieht wie eine Kletterwand in unserer Sporthalle aus. Na dann, alle hopp. Da geht's noch weiter nach links. Oder täusche ich mich da? Hier runter geht's auch noch zum Hafen. Mhm. Was haben wir denn jetzt hier? Zerstörtes Boot. Ein Seil. Mitnehmen. Großer Eimer? Mitnehmen. Und kleiner Eimer mit ausgestochenem Boden. Nehmen wir auch nochmal mit. Das scheint es gewesen zu sein. Oh, hier ist noch was. Nehmen wir auch mit. Okay. Oh. Meerwasser. Klares Meerwasser. Kann man da vielleicht... Was ist denn jetzt? Großer Eimer, ja, schön. Okay, dann eben nicht. Gucken wir uns nochmal das Bootsheck hier an. Wahrscheinlich das. Okay. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Schraubenzieher. Und wenn wir das da. Ah. Aha. Okay. Und jetzt auf das Boot. Okay. Was macht Nicole jetzt? Okay. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Will ich erstmal sagen, gehen wir nochmal hoch, weil... Achso, sie hat den Anker mitgenommen. Ich verstehe. Was ist denn... Gucken wir jetzt nochmal kurz hier. Ich habe nämlich noch eine Idee, was man jetzt machen kann. Die Eimer hier hinstellen. Können wir nicht. Ich dachte vielleicht zum Hochklettern. Ich glaube mal, dass wir das Seil nochmal brauchen. Bootsheck. Das Brett nehmen wir mit. Das Seil nehmen wir auch wieder mit. Mit diesem Seil und dem Anker kann ich auf die Mauer klettern. Gut. Haben wir einen Enterhaken. Na gut, oder Seil mit Anker. Machen wir das mal.